30 Grad im Schatten, das Wetter wird immer heißer, die Transferphase noch nicht so ganz. Sagen wir mal so, es gibt einige Gerüchte, wir werden heute mal einmal für alle, wir gehen jetzt auf alle Gerüchte ein, wo auch so ein bisschen was hintersteckt. Dann seid ihr hier auf dem allerneuesten Stand und wir hoffen, dass dann das nächste Transfer-News-Video ein Video sein wird, wo wir über wieder fixe Sachen reden können, wie bei Jung. Der Transfer kam ja auch so ein bisschen schleppend, auch unerwartet, auf einmal war er da. Sowas wäre jetzt auch cool. Wobei man da sagen muss, es könnte auch sehr gut sein, dass wir halt wirklich, das habe ich ja gestern schon mal gesagt, dass wir heute oder morgen einen Transfer sehen werden. Und zwar Frederik oder Frederik Ornes. Diesen Namen werde ich niemals aussprechen können. Ornes. Oder es gibt eine coole Alternative, den auszusprechen. Für mich ist das Freddy. Also Freddy, 1,5 Millionen Marktwert. Hat wohl nur noch Vertrag bis Ende des Jahres. Da ist man sich aber mittlerweile nicht ganz sicher, ob das wirklich so sein ist, dass er nur bis Ende des Jahres Vertrag hat. Oder ob da vielleicht ein Stück was anderes hinter noch ist. Fakt ist aber eins, man war sich wohl mit Freddy schon in der vergangenen Wintertransferphase einig für die jetzige Saison. So die Richtung. Also es muss nicht unbedingt genau Winter gewesen sein, aber man war wohl sich wohl mit dem Spieler tendenziell schon einig. Hat da gute Gespräche geführt gehabt. Aber für die erste Liga. Jetzt musste man nochmal neue Gespräche führen für die zweite Liga. Und natürlich jetzt auch mit Molde nachverhandeln. Wie sieht das aus? Man hat wohl ein offizielles Angebot abgegeben. Molde hat auch bestätigt, dass sie ein Angebot bekommen haben. Aber sie haben nicht bestätigt, dass es von Werder Bremen ist. Sondern halt einfach, dass sie ein Angebot bekommen haben. Was ja auch völlig legitim ist. Und jetzt wird verhandelt. Das heißt, nehmen die das Angebot an. Haben wir vielleicht hier schnell Klarheit. Wird verhandelt. Dann wird es in den nächsten Tagen wahrscheinlich soweit sein, denke ich mal. Frederik Ornes würde mich sehr freuen. Wie gesagt, 1,79 groß, 25 Jahre alt, Sechser. Mich würde es allein deswegen freuen, weil er halt eben nun mal Sechser ist. Da bin ich ganz ehrlich, ich will halt einfach einen Sechser sehen. So. Und ja, genau. Weiter geht's mit den heißesten News im Prinzip gerade von Abgängen. Und zwar Marco Friede. Es ist wohl so, oder es wird zumindest so geschrieben, dass Marco Friede mehrere Angebote schon hat und auch Anfang der Woche schon Gespräche geführt hat mit einem anderen Verein, was eigentlich tendenziell immer gut ist, wenn ein Spieler das macht oder auch ein Berater das für den macht. Denn Marco Friede ist ja eben bei der EM. Das heißt, höchstwahrscheinlich ging das entweder über telefonisch und weiß ich nicht oder eben über den Berater, was ja auch okay ist. Ich denke aber, dass bei Marco Friede wir einen Fixtransfer sehen werden, nachdem die EM für Marco Friede vorbei ist. Das ist meine persönliche Meinung, also meine persönliche Einschätzung. Ich weiß, ein Angebot ist da, ich weiß, es kann dann auch manchmal schneller gehen. Aber ich selber glaube, dass wir mit Marco Friede Klarheit haben werden, wenn für ihn seine EM vorbei ist. Jetzt zum Stand der Dinge zu Eintracht Frankfurt, muss man einfach mal sagen. Weil unser halber Kader wird gefühlt mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. Ich weiß nicht warum, aber Rashica, Sargent sind da ganz, ganz hoch im Kurs bei Frankfurt. Zumindest was Zeitschriften und so weiter alles schreiben. Ich bin gespannt, was da wirklich hintersteckt, beziehungsweise was wir dann am Ende vielleicht auch sehen werden. Also bei Josh Sargent ist es so, dass 24% bei Transfermarkt.de jetzt die Quote ist, dass er zu Eintracht Frankfurt geht. Bei Rashica ist es über 50% und jetzt kommen wir nämlich zu Kandidat 3. Ich sag ja, drei Kandidaten auf drei verschiedenen Positionen werden bei Eintracht Frankfurt in Verbindung hat. Felix Agu. Und Felix Agu hat ja öffentlich gesagt, er würde gerne in der ersten Liga spielen. Frank Baumann hat daraufhin gesagt, ja gut, dann praktisch so in etwa, dann streng dich an, damit wir als Werder Bremen nächste Saison wieder erstklassig spielen. Schnell mich wieder erstklassig spielen. So. Finde ich gut. Ich bin auch eigentlich ein Fan davon, Felix Agu nicht ziehen zu lassen. Weil ich ihn einfach, also Außenverteidigerposition, wir müssen uns da eh noch mal mehr verstärken und jetzt einen Außenverteidiger abzugeben, dann Augustinsson, der wahrscheinlich so oder so geht, oder was wahrscheinlich, der wird auf jeden Fall gehen, ja, ist vielleicht nicht das allerbeste oder schlauste, was man dem Moment hier machen könnte, aber wir schauen mal, was da am Ende drankommt, dass Felix Agu bei Eintracht gut reinpassen würde über die offensiven Außenverteidigerpositionen, kann ich mir auch gut vorstellen. Ihr könnt mir auch gerne mal reinschreiben, was glaubt ihr eigentlich eher bei Frankfurt? Holen die eher Rashica oder eher Sargent? Weil das ist ja so beides sehr, sehr hoch irgendwie immer wieder im Kurs. Aber wen würden die eher holen? Felix Agu natürlich auch gerne mal reinschreiben.
Ja, jetzt kommen wir zum nächsten. Augustinsson, der ja schon mitgeteilt hat, dass er wechseln möchte, dass er seine Ambitionen höher sind als zweite Liga. Wird mit Lazio Rom stark in Verbindung gebracht. Da ist es wohl so, dass die Italiener Interesse haben. Augustinsson hat auch starkes Interesse, nach Italien wohl zu wechseln. So hat sich zumindest nachgesagt. Und bei Lazio Rom hätte er dann da eine gute Möglichkeit zu spielen. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich glaube, dass auch hier der Transfer erst über die Bühne geht, wenn die EM vorbei ist für Augustinsson. Aber tendenziell steht dem Transfer, glaube ich, gar nichts im Weg. Wäre jetzt so meine Meinung. Also wenn da ein passendes Angebot von Lazio kommt, dann ist Augustinsson weg und dann hat sich das Ganze eigentlich auch. Jetzt kommen wir zum nächsten Innenverteidiger von uns und zwar Veljkovic. Bei Veljkovic ist es so, dass halb Frankreich da irgendwie gefühlt mit dem in Verbindung gebracht wird. Gar keine Ahnung, wie das überhaupt dazu kommen konnte, dass so viele Franzosen auf einmal in Verbindung gebracht werden. Aber es ist tatsächlich so. Ja, Veljkovic, sage ich euch ehrlich, dem würde ich persönlich keine Träne jetzt unbedingt nachweinen, wenn er denn eben dann geht. Aber ja, muss man halt mal gucken. Ne? Also Stan Stradrenes oder wie die ausführen werden, sind interessiert an Veljkovic, Marseille, Olympique Lyon. Das sind so die drei Top-Vereine oder die drei Vereine aus Frankreich, wo eben Interesse an Milos Veljkovic nachgesagt wird. Veljkovic 25 Jahre alt, 4,5 Millionen Marktwert noch. Ja, da ist wirklich, glaube ich, auch so ein bisschen die Frage, wenn jetzt ein Friede geht, wenn Toprak vielleicht wirklich in die Türkei geht, wo ja die Gerüchte sich auch immer noch halten, da gab es auch noch kein Dementi oder sowas. Und Veljkovic dann auch, da wird es vielleicht ein bisschen dünn in der Innenverteidigung. Muss man mal fairerweise sagen. Aber, ihr merkt schon, ich bin leicht müde. Das bleibt da, sagen wir mal so, es bleibt da relativ spannend. Das können wir mal, glaube ich, festhalten. Ja, und ich glaube, das war's sogar mit den Leuten, die ich mir jetzt hier aufgeschrieben habe. Habe ich hier noch irgendeinen? Nee, Rashica ist ja sowieso, habe ich ja gerade eben schon gesagt. Das sind im Prinzip unsere Transfergerüchte, die aktuellsten Transfergerüchte, die sich halten. Alle anderen, da kam jetzt nichts Neues mehr dabei. Oder ja, ihr wisst ja, bei Zugängen ist Behrens und Duxch auch immer noch so am Flattern, ob da was kommt oder nicht. Wobei da eher Richtung Behrens das Ganze geht, aber auch da muss man halt wirklich einfach, das bleibt auch ganz üblich, abwarten. Und von mir aus könnte es langsam mal so losgehen mit den fixen Sachen. Würde mich sehr freuen irgendwie. Es ist aber auch noch eine andere Sache, die mich sehr freut. Und zwar heute Abend. Heute Abend streamen wir nämlich. Und zwar Deutschland. Portugal gegen Deutschland. Es kann im schlimmsten Fall für uns fast schon vorbei sein, sage ich mal. Ich weiß, die besten Gruppen, die drei besten Gruppen dritten oder vier besten Gruppen dritten kommen auch weiter. Aber trotzdem ist eigentlich heutige Portugal so fast schon dieses wir müssen gewinnen, Pflichtsieg. Und Portugal hat das jetzt nicht unbedingt. Die haben ja schon drei Punkte, immerhin. Also wir sind da mehr in der Pflicht als Portugal. Wird ein sehr, sehr spannendes Spiel werden. Wir werden das hier auf diesem Kanal auf jeden Fall streamen. Denk mal so 10 vor 5 circa. Kommen wir online und dann geben wir Gas. Ich hoffe, ihr seid dabei. In dem Sinne bin ich raus. Euer Nico und ciao.